Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite. Also ich bin nochmal ganz rum, weil von hier, ich bin irgendwo, ups, ich bin, ich glaube hier vorne, hier bin ich reingeklitscht, aber da kann man gleich die, kam gleich ein Begrüßungskomitee. Ja, und ich hatte nicht aufgenommen und so weiter. Deswegen kommen wir von der anderen Seite nochmal rein. Und ja, machen das Ganze offiziell. So. Ah, hier bekommen wir sogar noch ein Video. Ganz ruhig. Ich bin kein Kämpfer. Bin eher ein Menschenfreund. Okay. Wieso hat er einen Sieb? Hier drüben, Kammerjäger. Nee. Wieso hat er einen Sieb als Auge, ne? Als Brille. Da kann man doch nicht durchblicke. Oder nicht gescheit auf jeden Fall. Ich bin Clay. Ich schätze, wir beide sollen einen Jacobs-Widerstand gründen. Magst du mir verraten, mit wem ich es zu tun habe? Mose. Ich töte für Beute. Und zum Spaß. Und für Gerechtigkeit und so. Also durchs Vordertor kommen wir nicht rein. Ich kenne vielleicht noch einen Weg. Folge mir. Meiner Erfahrung nach braucht ein Widerstand zwei Dinge. Hoffnung und Waffen. Aber vor allem Waffen. Also werden wir diese Stadt befreien, den Waffenvorrat plündern und die Jacobs-Waffen wieder in Jacobs Hände legen. Keine Ahnung, was dir Wainwright über mich erzählt hat, aber das ist jetzt egal. Wir müssen eine Stadt befreien und Banditen töten. Ja, dann mach mal. Ich bin bereit. Ich bin... Ja, ich kann's noch. Komm schon. Ja, ich warte auf dich. Viele Banditen da unten, Kammerjäger. Zeig mir, wie du kämpfst. Mit meinem letzten Atemzug. Ich bin unbesiegbar. Ach, der schaut zu. Okay. Ich gehe einfach voll in die Mitte rein, ne? Und hol meinen Bär. Ist er tot, ja. Vive la Resistance! Was auch immer das bedeutet. Ach, der Waffenschuppen sollte gleich da drüben sein. Warst du schon? Wo? Da ist der Waffenschuppen. Also, wie kommen wir da rein? Ich schmeiß mal die Tür auf. Warst du es echt schon mit den ganzen... Ja, okay. Ich muss diesen Bastard hier kurz schließen. Du kümmerst dich währenddessen um das Gesindel und befreie auch gleich ein paar Jacobs-Loyalisten. Nein. Wainwright meinte, dass die KDK einen Jacobs-Waffenschmied namens Dalton entführt haben. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Okay, irgendwie was... Oha. Das war Suicide-Bombe, oder? Wer auf der falschen Seite steht? Die macht auch nicht ganz so viel damit, ne? Vor allem macht sie nicht viel Damage, wenn man nicht trifft. Ja, und du? Du stirbst! So einfach ist das! Okay. Bam.
kann losgehen. So, gut, gut getroffen. Ah, ja, das kann ich. Nee, kann ich nicht. Da oben wahrscheinlich ist er dann drin. Für Jacobs! Hoffnung ist ein ewiger Fluss. Habe ich mal in einem Liebesbrief gelesen. Der Typ, den ich gekillt habe, war wohl ein glücklicher Mann. Für den Widerstand! Freiheit hat ihren Preis. Kostet mehr als vieles andere. Sowas nennen die Schlaumeier. Philosophie. Okay, zurück zum Waffenschuppen. Ich bin fast drin. Okay. Ach, es passiert immer noch nichts. Braucht vielleicht noch etwas Aufmunterung von deiner Kanone. Gute Arbeit. Hä? Hast du den Waffenschmied Dalton gefunden? Nein, nur ein paar Anfänger. Mist, wir müssen Dalton finden. Aber gehen wir erst in diesen Waffenschuppen. Ein Problem nach dem anderen. Gut geschossen. Sturm ist wie ein wilder Hengst. Während er läuft, kann man nicht drauf pissen. Vertrau mir da besser, Kammerjäger. Wieso bist du jetzt da drin? Das ist Daltons Depot. Aber ohne den Waffenschmied persönlich kommen wir da nicht rein. Mal sehen, ob ich ihn finden kann. Und was soll ich? Pass auf meinen Arsch auf, während ich nach Dalton suche. Damit meine ich, ich will nicht erschossen werden. Ach so. Sprache ist nicht so präzise wie eine Kugel, in den falschen Händen aber genauso tödlich. Ich habe Dalton erfasst, aber jetzt müssen wir erstmal die Stadt sichern. Du bist hoffentlich hier, um zu kämpfen, denn die sind hier, um zu sterben. Naja, wenn die hier sind zum Sterben, da brauche ich ja nicht mehr zu kämpfen, ne? Lass die gefälligst in Ruhe hier. Ja. Ich mach schon. Sonderlieferung. Wo ist er denn? Da oben, ne? Meine lieben Geschäftspartner, seid ihr sicher, dass eure Familie dieser Aufgabe gewachsen ist? Ich will die Worte glühende Inkompetenz nicht in den Mund nehmen. Dann tu es nicht. Das Motel ist voller Banditen. Räumen wir ein paar Zimmer. Verdammt, ich hatte gehofft, du willst kämpfen. Oh, hey. Das war's für dich. Wie? Ich dachte, du willst kämpfen. Ich mache das. Mein großer Moment. Firehawk! Wir sind
aus dem Nichts. Sie können aber noch bluten. Zeigen wir ihnen wie. Oh, das war der falsche. Ich gehe auf diese Bastarde los. Du machst aber nicht viel Damage, ne? Ey. Freut, lass deine Waffe noch nicht abkühlen. Mal sehen, wie du dich gegen meine Brüder und Schwestern der Iridium-Ebene schlägst. Enttäusch uns nicht. Da. Es regnet Banditen. Schießt blind in den Himmel. Brüder und Schwestern, tötet die Ketzer im Namen der Kalypso. Ja, zum Glück sind sie ziemlich empfindlich gegen Feuer. Kammerjäger. Ist das jetzt? War es das jetzt? Ich glaube schon. Hauptstrom einschalten und dann. Und wo? Da oben. Wie komme ich da hoch? Eins muss ich dir lassen, Kammerjäger. Du bist gut. Aber wir sind noch nicht fertig. Anscheinend haben die KDK Dalton entführt. Er wird in einem Inselknast namens Fort Sonnenschein festgehalten. Ich bleibe hier und halte die Stadt. Du befreist Dalton. Dalton hat auch für Wainwright's Daddy gearbeitet. Montgomery Jacobs persönlicher Waffenschmied. Dalton macht die besten Waffen des Planeten. Die dürfen auf keinen Fall den KDK in die Hände fallen. Wir holen ihn raus. Ich wette, du fragst dich, wie Aurelia Hammerlock es mit den Kindern der Kammer zu tun bekam. Vor der Invasion habe ich herausgefunden, dass sie ihren Bruder ausspioniert hat. Aurelia gab den Kalypsos alles, was sie für ihren Überraschungsangriff auf Eden 6 brauchten. Aurelia behauptete auch, sie wüsste, wo der Kammerschlüssel sei. Wusste sie aber nicht. Es gibt wohl auch Geheimnisse, die man nicht kaufen kann. Mhm. Gab's noch was? Nee? Gut. Dann Schnauze. So, hoffentlich gibt's hier gute Waffen. Schon bekannt. Ha. Feuerrate. Ja, Feuerrate ist halt, warte, hier verkauf mal kurz meine ganzen Schrottsachen. Ein fairer Preis für Seelenfrieden. So, das brauchen wir nicht. Pistolen brauchen wir nicht. In der Region. Verkauf bei Markus. Das kann man nicht erklären. Warte mal, plus 4. Wie geht's dir, Clay? Kümmer dich um deine eigenen Sachen. Alles klar, Clay. Ich frag ja nur. Keine Fragen. Immer gerne, Kammerjäger. Okay, dann schaue ich mal kurz, was meine macht. Plus 3, plus 2. Plus 4 ist halt schon krass, Marty. Warte mal, das ist der da. Indirekten den Moos ausgeteilt hat. Autsch.
Entschuldigung. Hat ja, okay, so, so geil ist es dann. Ja. So, dann schauen wir mal kurz, was der da macht. Ah, das ist die da. Genau, das ist die da. Ja, ich schau mal kurz. Also, das da ist so eine. Die tausche ich mal kurz aus. Wenn ich wissen will. Ach, das ist so eine. Ja. Also die Dauerfeuer macht schon Spaß. Macht schon echt Spaß, die Dauerfeuer. Wie viel Damage machen denn die Haftenden? 9% nur. Nee, das lohnt sich nicht. 9% ist zu wenig. Ja, ja. So, die behalte ich. Die kommt weg. Die kommt weg. Und ich weiß. Ja, natürlich, ich bin dein Stammkunde. 60, die kommt hier rein. So. Dann schauen wir mal kurz. Fort Sunshine. So ein Drecksplanet, was? Weißt du, wie man es hier aushalten kann? Mit Alkohol. Und weißt du, wo man den bekommt? In einer Bar. Nur blöd, dass ein paar Jabba die Stromversorgung meiner Bar unterbrochen haben. Bring das in Ordnung und du wirst bezahlt. Die Sache fing an, als ich ein paar Jabbern namens Apollo und Artemis Getränke serviert habe. Was total normal ist, wenn man Barkeeper auf Eden 6 ist. Ja, schon. Aber Apollo und Artemis entwickelten eine Vorliebe für meine Spezialcocktails und sind ausgerastet, als ich sie trockenlegen wollte. Fingen an, Krawall zu machen. Nachdem ich sie rausgeschmissen hatte, zerstörten sie den Generator. Und weiter. Achso, das war's schon. Okay. Dann zerstörten sie den Generator. Punkt. Ah. Da kann ich ja mal. Wo gibt's Autos? Willst du mich verarschen? Ja, spring lieber runter hier. Unmöglich. Die Jugend von heute. Ja, ich ignoriere mich einfach. So. Da vorne gibt es ein Car. So weit ist das gar nicht. Aber ich will nicht den ganzen Weg dann zurücklaufen, deswegen. Komm zu mir, wenn du es schnell magst. Ich bring dich auf Touren. Okay. So, da rein, ne? Ja. Das war's schon. Da ist ein Jabba. Da ist noch ein Jabba. Schießen die etwa mit Kacke oder was? Hä? Okay.
Ja, die sind so heftig, die können sogar in Boden. Strengt euch doch wenigstens an! Versinken vor Scham. So. Oh, das ist ein Flower. Ah, das ist jetzt so ein Beam-Ding. Nice. Da oben ist noch irgendwo einer. Oh! Ja, das ist doch lustig. So. Willkommen im Witch's Peak. Wie man sieht, habe ich noch immer ein Jabba-Problem. Mach sie fertig, bevor der Planet wieder nüchtern wird und merkt, dass Eden 6 ein eingewachsenes Haar auf dem Arsch des Lebens ist. Oha. Perfekt. Arsch des Lebens ist auch ein Spezialgetränk an der Bar. Ein Teil Vico-Beere, ein Teil Moorwein. Trink aus und vergiss nicht, dir die Nase zuzuhalten. Ist der da gerade rausgeflutscht? Nicht, oder? Ich hab dich gefressen! Das ist Apollo, einer der Jabba, der den Strom in meiner Bar lahmgelegt hat. Knips ihn aus, okay? Zeit für eine Kerbe! Das ist ein bisschen einfach, oder? Der hat sich wahrscheinlich festgepackt. Ja, jetzt nicht mehr. Ich mache halt einfach Dauerfeuer und der kann sich nicht bewegen dadurch. Oder der macht irgendwas und ich sehe es nicht. Ein verdammtes Ventil? Deshalb haben wir keinen Strom. Ich wusste, dass diese Dreckskerle die Bar sabotiert haben. Schnapp es dir! Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Niemand trinkt gerne im Dunkeln. Außer hässliche Typen. Und Leute, die nichts dagegen haben, mit hässlichen Typen zu trinken. Lichter aus ist ein anderer meiner Spezialcocktails. Ein bisschen Sumpfwasser und zwei Spritzer stiller Wille und schon wird man vorübergehend blind. Garantiert. Zeit, die Lichter der Bar wieder einzuschalten. Leg den Schalter um. Stiller Wille, okay. Klasse! Ich sollte wohl erwähnen, dass ich meine Bar auf einer Jabba-Paarungsstelle gebaut habe. Oder war es ein Friedhof? Egal. Ja, da wundert mich dann gar nicht mehr. Da bin ich ja sogar fast dagegen, hier alles tot zu machen. Danke. Diese Bar ist alles, was die Leute von Eden 6 noch haben. Die KDK haben alles andere zerstört. Na, wir hatten eh nie Schulen oder Krankenhäuser. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist ein Barkeeper auch so etwas wie ein Lehrer oder ein Arzt. Einer, der dich betrunken macht. Da oben. Komm ich da hoch? Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Leiter. Oder auch nicht. Dann versuche ich mal hier hochzukommen. Also. Jawohl! Süße, süße Energie! Mach dich auf den Weg zum Witch's Peak und ich mix dir ein paar Spezialcocktails. Ich weiß nicht, ob ich das will.
falschen angelegt. Verdammt! Artemis hat es in die Bar geschafft und versaut mir die Einrichtung. Wirf sie raus! Zeig mal, was du drauf hast, Badass. Der hat eine Waffe. Also, ein Maschinengewehr. Das habe ich beim anderen nicht gecheckt. Okay. Sind beide nicht so gut. Gut, dann würde ich sagen, den Rest machen wir ja, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, zumindest mal. Macht's gut, bye bye.